Ich kritisiere an Demokratie, dass die Mandatsträger und Mandatsträgerinnen eitel werden. Die Demokratie, in der wir leben, ist unfähig, wirksame Entscheidungen zu treffen. Die Menschen, die in demokratischen Systemen leben, wissen die Rechte und Vorteile nicht zu schätzen, die sie der Demokratie verdanken. Die Demokratie in Frankreich wird immer mehr, wie soll ich es sagen, es ist immer weniger eine Demokratie. Die Merkel sollte nicht mehr Bundeskanzlerin sein, sondern eher lieber der bisschen härter durchgreift. Es gibt da vielleicht das Gefühl einer Lücke, ob man nur in einer Demokratie lebt oder auch wirklich das Gefühl hat, in der Demokratie vertreten zu sein. Demokratie, die große Errungenschaft Europas, das Herzstück des amerikanischen Traums. Ist sie heute nur noch Fassade? Wer darf in ihrem Namen sprechen und wessen Stimme hat Gewicht? Wohin treibt der Druck der Straße die Politik? Und wie reagiert die Politik darauf? Wenn sie eine soziale Krise haben, dann ist vielen Leuten ganz egal, ob sie wählen dürfen oder nicht, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, wenn ich wählen gehe, wird meine eigene Situation besser. Die Demokratie ist in der Krise. Das Vertrauen in die gewählten Repräsentanten erschüttert. Die Regierung, von der wir gerade regiert werden, erscheint sehr ineffektiv, hoffnungslos und sprunghaft. Ich glaube nicht, dass wir im Moment überhaupt irgendwelche Politiker haben, die das Land regieren könnten. Demokratie steht unter Druck. In vielen Ländern. Aus allen politischen Richtungen. Welcome to the revolution of love. Ich glaube nicht, dass die Liebe zur Demokratie erkaltet ist. Ich glaube ganz umgekehrt. Es gibt eine große Nachfrage nach Demokratie. Und all diese sozialen Bewegungen eigentlich wollen mehr Demokratie. Das große historische Versprechen der Demokratie: Freiheit und Gleichheit. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Die Demokratie ist ein System, das jedem ein Leben ermöglicht und unser aller Wohlbefinden als Gemeinschaft garantiert. Alte Menschen haben viel mehr Einfluss als junge Menschen. Es müssen einige Dinge angepasst werden, damit die von den Gründervätern entworfene Demokratie mit der modernen Welt mithalten kann. Eine Idee steht auf dem Prüfstand. Bricht eine neue Ära an? Demokratie ist nicht nur Volkeswille. Sie bedarf einer Verfassung und Rechtsstaatlichkeit, die die Macht des Staates einschränkt. Und dies ist der Teil, der angegriffen wird. Es ist nicht die freie Wahl, es ist die Beschränkung der Regierungsmacht, die meiner Meinung nach bedroht wird. Der amerikanische Politwissenschaftler Francis Fukuyama wurde vor 30 Jahren mit seiner These vom Ende der Geschichte schlagartig berühmt. Das war im Jahr 1989. In der Zeit des Mauerfalls. Menschen aus den Diktaturen des Ostblocks liefen mit wehenden Fahnen zur liberalen Demokratie westlicher Prägung über. Fukuyama war damals so optimistisch wie der Geist seiner Zeit. Demokratie ist Fortschritt. Und Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Heute weiß er, sein Irrtum war historisch. In den Jahren von 1989 bis Mitte der 2000er Jahre wuchs die Anzahl der Demokratien rasant. Von vielleicht 30, 40 Ländern auf mehr als 100. In Asien, Lateinamerika und Europa. Das kam aber Mitte der 2000er Jahre zum Erliegen.
Seitdem begann der Aufstieg dieser selbstbewussten autoritären Mächte wie Russland und China und auch die innere Krise innerhalb der etablierten Demokratien, beginnend mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien, wo Populisten gegen die bestehende liberale Ordnung revoltiert haben. Auch in ihren Kernländern ist die liberale Demokratie heute in die Krise geraten. In ihrem goldenen Zeitalter, nach dem Zweiten Weltkrieg, exportierten die USA die Demokratie in alle Welt. Heute zeigt ein amerikanischer Präsident bei jeder Gelegenheit seine Geringschätzung gegenüber dem System von Checks and Balances. Der höchste gewählte Repräsentant der USA wird selbst zum großen Stresstest der Demokratie. Donald Trump ist genau die Art von Möchtegern-Cäsar, die den amerikanischen Gründervätern Sorge bereitete. Jemand voller Ehrgeiz, der die Rechtsstaatlichkeit nicht besonders ernst nimmt. Das ganze amerikanische System war darauf angelegt, zu verhindern, dass so ein Typ Mensch übermäßige Macht anhäuft. Historisch hat sich die Demokratie mit dem Liberalismus eng verbunden. Der Weg führte in die Freiheit. Wählt sich das Wahlvolk heute selber ab? Es gibt sogenannte geführte Demokratien, wo das Volk einst Kaiser und Könige, Zaren und Sultane vom Thron gestoßen hat, flüchten sich Menschen wieder in die Obhut von Autokraten. Starke Führer haben Konjunktur. So viele Menschen liebten Hitler, so viele Menschen liebten Stalin. Die kind of Tyrannen sind immer beliebt. Weil warum sind sie beliebt? Kennst du die Sonnenblumen, ja? Ja, Sonnenblumen drehen sich zur Sonne. In Politik heißt die Sonne Macht. Die Menschen sind Sonnenblumen, ja? Sie drehen sich zu der Sonne, die Macht. Wenn die Macht sich verändert, werden sie in die andere Richtung sich drehen. Geleceğimiz için hoş geldin. Sevdamız için hoş geldin. Hoş geldin Sayın Başkan. Die Zeichen der Krise. Die einen nehmen Zuflucht zu Autoritäten, die anderen laufen dagegen Sturm. Demokratie wird entstehen, wenn wir weiter dafür kämpfen. Demokratie bedeutet für mich, dass wir uns daran messen lassen müssen als Gesellschaft, ob wir das Versprechen der Gleichheit für alle aufrechterhalten können. Ich glaube, dass Demokratie momentan das funktionsfähigste System ist. Deshalb müssen wir das System nicht ändern, sondern lernen, wie wir es umsetzen. Demokratie meint Interessen des Volkes vertreten, um die sich dann die Regierung kümmern muss. Im Moment glaube ich an niemanden mehr. Macht und Geld, das ist doch immer das Gleiche. Aber vielleicht wird es anders, wenn eines Tages eine Gruppe der Gelbwesten an der Macht ist. Grenoble am Fuße der Alpen. 650 Kilometer von Paris entfernt. Französische Peripherie par excellence. Die Gesellschaft gespalten in Arm und Reich. Die Bewegung der Gelbwesten wurde auch hier zum Sprachrohr vieler enttäuschter Franzosen. Menschen, die sich abgehängt fühlen im zentralistischen Frankreich. Und ihre Enttäuschung in Protestaktionen kanalisieren. Die Gelbwesten von Grenoble organisieren ihre Demos via Facebook. Das sind alle. Es sind 200 Teilnehmer, 400 Interessierte und die Leute, die so dazukommen. Das ist nicht schlecht. Es wurde 346 Mal geteilt. Jérôme und Julien sind wütend auf eine Staatsgewalt, die sie als angebliche Redelsführer schon einmal verhaften ließ. Als wäre Protest ein Verbrechen.
Es gibt gar keine Führer. Wenn wir das Beispiel unserer Facebook-Seite nehmen, es gibt auf unserer Seite mehr als 1700 Menschen. Da gibt es keinen Führer, weil wir eine gleichberechtigte Gruppe sind und für die Zukunft unserer Kinder kämpfen. Es ist natürlich einfacher, diese oder jene Person herauszupicken, die die Medien zum Redelsführer erklären, und diese eine Person verantwortlich zu machen und zu verhaften, als 2000 Menschen aus einer Bewegung einzusperren. Auch Marina führt einen Kampf um ihre Existenz. Mit 700 Euro im Monat kannst du dir keine Wohnung leisten. Ich musste deshalb vor 2,5 Jahren wieder bei meinen Eltern einziehen und habe auch keine Lösung, wie ich da wieder raus könnte. Davor hatte ich eine Wohnung mit meinem Ex. Und darum bin ich heute Gelbweste, weil ich 5 Jahre lang kaum etwas zu essen hatte. Fast nichts, um meinen Hund zu füttern. Ich konnte meine Miete nur alle 2 Monate zahlen. Und das, obwohl wir beide gearbeitet haben. Die französische Demokratie droht, an der sozialen Frage zu zerbrechen. Demokratie ist eine Wette auf die Zukunft. Doch was geschieht, wenn Einkommen stagnieren, die Gesundheit sich verschlechtert, das Leben immer teurer wird? Gelbwesten, das sind alle. Krankenpfleger wie mein Freund, Klempner wie mein Vater, Polizisten. All diejenigen, die Frankreich am Leben halten und nicht mehr wissen, wo ihr Geld hingeht. Gelbwesten sind also eine politische Bewegung. Denn selbst wenn wir sagen, dass wir unpolitisch sind, in dem Moment, wo wir uns gegen etwas auflehnen, was die Regierung tut, machen wir Politik. Es ist eine soziale Frage. Guillaume Paoli ist ein französischer Philosoph, der auf Deutsch publiziert. Gelbwesten heißen auf Französisch Sichtbarkeitswesten. Ja, man trägt so eine Weste, um sich sichtbar zu machen. Und es ist genau das, was sie versucht haben und geschafft haben. Menschen, die total unsichtbar waren in der Gesellschaft, also in den Medien waren sie nicht präsent, in der öffentlichen Wahrnehmung waren sie nicht präsent, ziehen diese Sichtbarkeitsweste an und plötzlich machen sie eben eine Tatsache sichtbar. Die französische Regierung ist demokratisch gewählt, aber repräsentiert fühlen sich die Gelbwesten nicht. Bei Facebook kann ich die Lage direkt ansehen. Sie wollen uns daran hindern, zu protestieren. Das wird uns nicht abhalten. Diese Bewegung ist dank Facebook entstanden, aber hat auch mit Facebook ihre Grenze getroffen. Nämlich, dass eine Diskussion, eine richtige inhaltliche Diskussion, kann über Facebook nicht stattfinden. Ja? Und dann kommt man eben zu Umfragen zum Beispiel, also die Community, dann muss dann klicken, ja oder nein, für irgendeinen Vorschlag oder irgendeine Forderung. Und das ist eben, glaube ich, sogar gefährlich, weil Demokratie, ich glaube, wenn man etwas über Demokratie sagen kann, ist, dass Demokratie langsam ist. Die Polizisten haben einen Korridor gebildet und sind dabei, alle zu durchsuchen. Die Wut der Gelbwesten richtet sich gegen die Institutionen der Demokratie, von denen sie sich unterdrückt fühlen. Das populistische Merkmal an den Gelbwesten ist, zu sagen, wir alleine sprechen für das Volk und die Regierung ist überhaupt nicht mehr legitim. Wir können verlangen, dass der Regierungschef, der Gewählte, abtritt. Das ist durchaus populistisch, das ist auch autoritär. Der Deutsch-Amerikaner Jascha Monk ist ein Youngster der Politikwissenschaften. In seinem Buch Zerfall der Demokratie stellt er die Frage, warum die Liebe zur Demokratie heute erkaltet. Sind liberale Demokratien weniger stabil, als wir geglaubt haben? Und sind sie weniger liberal? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, heißt es im deutschen Grundgesetz. Zugleich erhebt der Staat den Anspruch auf das Gewaltmonopol. Es ist vollkommen normal in einer Demokratie, dass Menschen auf die Straße gehen, weil sie das Regierungsprogramm nicht mögen, weil sie mit dem Regierungschef vielleicht nicht zufrieden sind. Was nicht normal ist, sie fangen an, Minister anzugreifen, Polizisten anzugreifen, öffentliches Denkmäler und so weiter zu zerstören. Das ist dann nicht mehr legitim.
In Paris, wo Menschen heute Sturm laufen gegen die Repräsentanten ihrer Demokratie, gingen sie einst für Demokratie auf die Barrikaden. Damals waren es noch Königs- und Adelshäuser, gegen die das Volk aufbegehrte. Das erste große egalisierende Moment war die Französische Revolution 1789. Warum? Eine Person, eine Stimme. Also erstmal überhaupt die Subjektivierung des Bürgers. Jeder Bürger ist als Individuum wichtig, eine Person, eine Stimme. Es waren ja 1789 noch nicht die Frauen. Ja, wir haben dann noch ein paar Jahrhunderte gebraucht, damit die Frauen auch in diesen Individuierungsprozess kommen. Wir hatten auch bis 1918 in Deutschland Dreiklassenwahlrecht, also auch noch eine soziale Schichtung von Wahlrechtsgleichheit. Insofern ist das ja ein nie endendes Projekt. Ja? Die eigentliche Frage ist, warum ist es heute wieder in Gefahr? Eine Person, eine Stimme. Egal ob Industrieller oder Industriearbeiter, Deutscher oder Grieche. Im Europäischen Parlament in Straßburg vertreten 751 Abgeordnete rund 500 Millionen Bürger aus 28 Mitgliedstaaten. Während jüngere EU-Bürger die Demokratie heute für selbstverständlich halten, wissen die Älteren, Demokratie ist eine historische Errungenschaft. Parlamentarier Esteban González Pons ist konservativer Demokrat. Es ist einer der größten Vorteile der Demokratie, dass sie ihren Feinden wie ihren Verfechtern allen die gleichen Bedingungen bietet. Die Meinungsfreiheit und die Repräsentationsfreiheit sind so wichtig, dass wir auch den Feinden der Europäischen Union den Zugang zum Parlament nicht verbieten dürfen. Nationalisten im Herzen eines internationalen Parlaments. Europaabgeordnete, die Europas Einheit von innen attackieren? Wie konnte es dazu kommen? Wenn man aus der Perspektive Europas heute zurückschaut, sehen wir eine Wirtschaftskrise, von der wir uns noch nicht erholt haben. Schauen wir in den Süden, sehen wir dort die Migranten, die wir nicht im Meer sterben lassen dürfen. Schaut man nach vorne, in die Zukunft, sehen wir den Populismus. Beispiel Brexit. Außerdem sehen wir das Wiederaufleben des Autoritarismus, von dem wir dachten, er wäre nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Seit den Anfängen der EU in den 1950er Jahren und ihrer eigentlichen Gründung mit dem Vertrag von Maastricht 1992 ist Demokratie die europäische Leitidee. Heute sitzen Demokraten mit Antidemokraten in einem Parlament. Die Feinde der Europäischen Union haben das Recht, im Europäischen Parlament zu sein. Und wenn sie mit demokratischen Mitteln das Europäische Parlament ruinieren könnten, hätten sie auch dazu das Recht. Ich glaube aber, die Demokratie ist stark genug, den Druck der Systemfeinde auszuhalten. Es herrscht Aufruhr im größten multinationalen Parlament der Welt. Alte Konstellationen lösen sich auf. Die Macht verschiebt sich an die politischen Ränder. Der Druck auf das Parlament kommt von innen und von außen. Seit der Präsidentschaftswahl 2010 ist Russland eine Fassadendemokratie. Wahlen dienen zur nachträglichen Bestätigung von Putins Person. Heute versucht die geführte Demokratie Russlands, strategisch Wahlen im Ausland zu beeinflussen. Westliche Demokratien als Kampfplatz russischer Geheimdienste, 30 Jahre nach Ende des Kalten Krieges? Putin hat praktisch auf jede Wahl der letzten Jahre Einfluss genommen. Im Grunde will er die Europäische Union zerstören, weil sie seinen eigenen Bemühungen im Weg steht, den Einfluss Russlands auszudehnen. Es besteht kein Zweifel, dass er in jede einzelne demokratische Wahl, die wir in den letzten Jahren hatten, eingegriffen hat. Einschließlich der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016. Verläuft heute wieder eine unsichtbare Linie zwischen West- und Osteuropa? Zwischen liberalen und illiberalen Demokratien?
Nicht nur in Frankreich gibt es eine Revolte der Ränder gegen das Zentrum. Besonders im Osten Deutschlands ist das Misstrauen gegen die Berliner Republik groß. Ebenso wie die Wut derer, die die Regierung in Berlin als Fremdherrschaft interpretieren. Man kann die Situation im Osten Deutschlands tatsächlich mit dem Begriff des Gefühlsstaus beschreiben. Frank Richter ist Theologe und Bürgerrechtler. 1989 rief er auf den Straßen Leipzigs: Wir sind das Volk. Es schmerzt ihn, dass die Demokratieformel heute von ihren Feinden gekapert wurde. Im Westen Deutschlands kam die Demokratie quasi verheiratet daher mit Wirtschaftswunder und Wohlstandsentwicklung. Westdeutsche haben gelernt, wenn wir uns dieser Demokratie anvertrauen, ja, dann bringt sie uns auch Wohlstand. Der Osten hat das Gegenteil gelernt nach 1990. Wenn wir die Demokratie erleben, auch noch ausgerechnet die Demokratie, die wir einerseits gewollt haben, die aber die Demokratie des Westens ist, kommt das einher mit Arbeitsplatzverlust, mit Entindustrialisierung, mit völliger Neuorientierung, was das Leben betrifft. Ich glaube nicht, dass die Ostdeutschen per se schlechtere Demokraten sind als die Westdeutschen. Sie haben nur andere Erfahrungen gemacht. Tickt der Osten Deutschlands wirklich anders? Zum Beispiel in der Stadt Meißen in Sachsen. Wo verläuft die unsichtbare Grenze zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen? Zwischen denen, die mit der Revolte von 1968 ihre große Befreiung erlebten, und denen, die vor 1989 ganz andere Erfahrungen machten. In der DDR war das Gemeinschaftsleben bedeutend stärker ausgeprägt. Das war wirklich so, dass einer den anderen geholfen hat. Dieses Vereinsleben, dieses Gemeinschaftsleben, das möchte ich ganz gerne wieder richtig in Schwung bringen. Der Kleingartenverein Meißen-Bonitsch ist wie ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Es gibt Beamte, Handwerker, Kraftfahrer. Karl-Heinz Nestler ist der erste Vorsitzende des Vereins. Er ist demokratisch gewählt und versucht, aus seinem Verein ein kleines demokratisches Gemeinwesen zu machen. Wenn es irgendwas ist, wenn mir jetzt irgendwas eingefallen ist, trage ich das zur Jahreshauptversammlung vor. Und dann wird im Allgemeinen abgestimmt, wie in ein Parlament. Natürlich nicht so wie in England, so wild durcheinander, so machen wir das nicht. Ja, bei uns ist das ein bisschen geregelter und sozialer. Das hier ist unser Vereinsheim. Weil wir ja gerade über Parlament und Ähnliches gesprochen haben, praktisch unser Parlamentssitz. Shane, machst du das? Naja, ist ja bei der Versammlung, ne? Man spricht ganz einfach miteinander. Man streitet natürlich auch. Ist klar, nicht jeder ist meiner Meinung und umgekehrt. So, aber wir kommen am Ende immer zu einem guten Nenner. Die Tradition der gemeinsamen Arbeitseinsätze stammt noch aus der DDR. Subotnik hieß das damals. Auch wenn Karl-Heinz Nestler Form des Zusammenlebens in der DDR schätzte, er ist kein Nostalgiker. Die Menschen in der DDR hatten keine Wahl. Und doch wurden sie gezwungen, zur Wahl zu gehen. Ich habe mich damit abgefunden jetzt. Es ist vorbei. Ich gucke jetzt wenig zurück, mehr nach vorne. Ich habe zwar in Erich noch auf dem Geldschein als Sträfling. So, und das gibt mir eine gewisse Genugtuung. So, und wenn ich dann sowas sehe, Nostalgie, ja, aber mehr Scherze selber, ist das ein erhabenes Gefühl. Es hat sich doch was geändert. Auch wenn es viele nicht wollten. So, und da kommt nun wieder die Aussage, wir sind das Volk. Wir haben dafür gesorgt, dass sich was ändert. Wir sind das Volk!
Das große Versprechen der pluralen und liberalen Demokratie ist das Gleichheitsversprechen. Die Idee, dass es allen Menschen gleichermaßen irgendwann gut gehen soll, dass alle das gleiche Anrecht haben auf Partizipation an Ressourcen und Gütern dieser Gesellschaft. Und wenn die Menschen das wissen, ihnen aber gleichzeitig bewusst wird, dass dieses Gleichheitsversprechen jeden Tag gebrochen wird, dann entsteht Unruhe. Und diese Unruhe kann auch eine produktive Unruhe sein, weil sie die Etablierten und Privilegierten dazu zwingt, darüber nachzudenken, ob ihre Position eigentlich so legitim ist. Der französische Präsident Emmanuel Macron ist noch vor wenigen Jahren selbst mit einer Bewegung angetreten. Heute steht er an der Spitze des Staates. In den Augen vieler Gelbwesten ist der Herr im Élysée-Palast ein neuer Sonnenkönig. Darum ist Macrons Rücktritt eine ihrer zentralen Forderungen. Wie hat der Druck von der Straße die Politik in Frankreich verändert? Macron ist im Amt geblieben, aber er kommt den Gelbwesten entgegen. Ist die große Debatte, die er ausgerufen hat, ein Zeichen für die Demokratisierung der französischen Demokratie? Marion Roth ist Expertin für politische Kommunikation. Seit 2014 leitet sie den Think Tank Décider Ensemble, gemeinsam entscheiden, mit dem Ziel, die Demokratie in Frankreich zu erneuern. Frankreich ist eine elitäre Demokratie. Das hat viele Gründe. Erstens die Bildung der herrschenden Klassen. Sie haben fast alle den gleichen Bildungsweg. Sie kommen aus denselben Schulen und Frankreich ist eine Art Postdemokratie, weil wir in französischen Institutionen großen Lobby-Einfluss haben. Wir wissen, dass es beispielsweise viele Mitarbeiter in der Regierung Macron gibt, sogar Staatssekretäre oder Minister, die aus großen Unternehmen kommen. Bewegungsfreiheit, demonstriert! Es ist unser Grundrecht und sie halten uns davon ab, uns frei zu bewegen. Viel wird berichtet über die Gewaltbereitschaft der Gelbwesten. Aber was ist mit der Staatsgewalt? Versammelt euch! Los, weiter, weiter. Was passiert ist? Sie haben vier Leute verhaftet, nur weil sie ihren Ausweis nicht dabei hatten. Ich habe meinen auch nicht dabei. Die Polizei wollte uns da vorne nicht durchlassen, also nehmen wir jetzt diese Route hier, die Hauptstraße von Grenoble. Wir werden alles blockieren, wir werden vor der Polizeistation von Grenoble vorbeikommen und unsere Kumpels rausholen. So, das wird passieren. Ein Deutungskampf tobt. Wie sind die Gelbwesten politisch einzuschätzen? Geben sie der Demokratie in Frankreich neue Impulse? Oder dominieren antidemokratische Kräfte? Ulrike Guéraud ist Politikwissenschaftlerin und Publizistin. Ihr Schwerpunkt Europapolitik und Demokratieforschung. Ich finde es sehr begrüßenswert, dass sich in der französischen Gesellschaft Unmut artikuliert. Aber es scheint problematisch zu sein, dass man bei so gesellschaftlichem Unmut ja nie weiß, fällt der jetzt nach rechts oder nach links. Ja, also mit Karl Marx gesprochen, fällt die Straße immer nach rechts. Und leider scheint das auch das Problem der Geldwesten zu sein. Das sind wirklich Menschen, die ihre Argumente sind, wir haben kein Geld. Und solche Menschen, ja, die wirklich diese Schwierigkeiten haben, müssten sich anhören, dass sie Homophoben, Antisemiten, Rassisten, Rechten, Anarchisten, Putin-Marionetten und was weiß ich noch. Und das war die Berichterstattung. Analphabeten, Unwissende, es gibt so eine Klassenverachtung, kann man so sagen, von der medialen Klasse, den Gilets jaunes gegenüber, die wirklich unerträglich war, also, und ist. Francis Fukuyama auf Lesereise in Europa. In seinem neuen Buch interpretiert er die Geschichte der Demokratie als Kampf um Anerkennung. Verlust von Anerkennung kann die Demokratie gefährden. Wir sollten nicht unterschätzen, wie sehr die Menschen die Demokratie anerkennen. Allerdings reicht Demokratie allein oft nicht aus. Die Menschen wollen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sie wollen ein Gemeinschaftsgefühl, das sie in einer modernen Demokratie nicht unbedingt bekommen. Darum wollen sie, dass ihre Nation, ihre Religion oder ihre Gruppe anerkannt wird. Und Demokratien bieten das nicht immer.
Ist es also der Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit, die Donald Trump ins Weiße Haus wählte und der auch Gelbwesten auf die Straße treibt? Die Wut darüber, politisch unsichtbar zu sein? Fukuyama ist bei dem Fernsehmoderator Richard David Precht zu Gast. Hello. Hi. How you do? Very nice to meet you. Populismus, das Ende der Demokratien, ist Titel der Sendung. Fukuyamas Vorfahren sind aus Japan in die USA eingewandert. Lang galt Demokratie als das Herz des amerikanischen Traums. Doch heute bestimmt Identitätspolitik das politische Feld. Wir alle sind zutiefst davon überzeugt, dass wir einen inneren Wert haben. Und wir möchten, dass andere Menschen diesen Wert erkennen. Wir wollen Würde. Viele Menschen, die populistische Parteien wählen, fühlen sich nicht anerkannt. Sie meinen, dass die Eliten ihre Wünsche ignoriert haben, indem sie die Europäische Union vorangetrieben und Einwanderung gefördert haben. Das hat ihre Gesellschaften verändert. Sie haben das Gefühl, dass ihre nationale Identität bedroht ist. Ich denke, das ist wirklich das Hauptproblem, weswegen sich viele Menschen heute politisch nach rechts orientieren. Many people on the right today. Fukuyama hat noch ein weiteres wichtiges Treffen. Der deutsche Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz hat ihn zum Beratungsgespräch eingeladen. Was erwartet Sie jetzt hier? Ich glaube, das wird einfach ein Austausch. Und wird er sich um Demokratie drehen? Nein, das weiß ich nicht. Der deutsche Finanzminister ist ja so etwas wie der König von Europa, oder? Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Schön, Sie kennenzulernen. Viele diskutieren über Ihr neues Buch. Es ist in Deutschland sehr interessiert aufgenommen worden. Ich bin sehr glücklich darüber. Lang hielt man die Demokratie für einen Endpunkt der Geschichte, das Ziel. Und den Prozess der europäischen Integration für unumkehrbar. Doch im vergangenen Jahrzehnt haben sich die Gräben zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union vertieft. Die liberale Demokratie ist mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem eng verflochten. Die Bankenkrise von 2008 hat den Zusammenhalt zwischen Europas Norden und Süden brüchig gemacht. Wir haben den Markt aufgebaut, um nach 1945 Krieg zu vermeiden. Aber im Laufe der Zeit haben wir nur noch den Markt gestaltet und den Rest vernachlässigt. Deswegen sieht es so aus, als ob die Wirtschaft der Grund wäre, weshalb Europa existiert. Aber das ist nicht wahr. Die Wirtschaft ist nur ein Werkzeug, damit Europa möglich ist. Die Flüchtlingskrise 2015 führte zu Verwerfungen zwischen ost- und westeuropäischen Ländern. Die Fronten im Europäischen Parlament haben sich seither verhärtet. Interessengruppen zerfallen, neue Allianzen bilden sich. Hat die demokratische Idee heute noch die Kraft, Europa zusammenzuhalten? Es ist wahr, dass die Ökonomien... Es ist wahr, dass die Wirtschaft allgemein die Krise überstanden hat. Aber es ist auch wahr, dass die Krise viele Verlierer hervorgebracht hat. Die untere Mittelschicht in Europa hat die Chance auf eine Zukunft verloren und hofft, im Populismus und Nationalismus eine Alternative zu finden. Die Globalisierung macht den Bürgern Angst. Besonders die Bürger meiner Generation haben Angst vor den ankommenden Migranten, Angst vor der Digitalisierung, Angst vor der Konkurrenz der Frauen. Besonders die Männer meiner Generation haben Angst vor der wachsenden Konkurrenz durch die Frauen. Das alles sind die Gründe, weshalb viele Menschen Schutz bei autoritären Führern suchen. Francis Fukuyama beschreibt die Geschichte der Demokratie als Kampf um Anerkennung.
Und tatsächlich, Arbeiter, Frauen und später Gastarbeiter müssen ihre politische Teilhabe in Europa mühsam erringen. Auch in Amerika waren jahrhundertelang nur weiße Männer wahlberechtigt. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. There's never been a golden age of America. Es hat nie ein goldenes Zeitalter der amerikanischen Demokratie gegeben, wo alles perfekt gelaufen wäre. Zu einem gewissen Grad war die amerikanische Demokratie immer fehlerhaft. Es gab zwar eine stabile Verfassung, aber im 18. Jahrhundert, würde ich sagen, war Amerika noch keine echte Demokratie. Erst in den 1960er Jahren, mit dem Wahlrecht für Afroamerikaner, demokratisierte sich das System wirklich. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Naika Furutan forscht zu Integration und Teilhabe. Kein Mensch gibt freiwillig seine Positionen ab, wenn die über Jahrzehnte tradiert und etabliert sind. Wir haben diese Frage vor allen Dingen anhand der Frauenfrage in Demokratien lange, lange ausgefochten. Und insofern ist die Frage der Repräsentation, die da eben über Männer und Frauen und ihre Gleichheit gesetzt wurde, auch eine, die gegeben ist an alle anderen marginalisierten Gruppen. Demokratie ist nicht nur einfach die Macht der Mehrheit. So will es die deutsche Verfassung. Artikel 3 sagt auch, niemand darf aufgrund seiner Herkunft, Religion, sexueller Identität, Rasse, so steht es da noch drin, etc. benachteiligt werden. Es ist also ein ganz großes Versprechen, das 1949 schon gegeben wurde, etwas, woran man immer wieder erinnern muss, dass diese ganzen Grundlagen normativ verankert sind als Versprechen, dass es aber eine Frage der Gesellschaft ist, diese normativen Versprechen in Realität umzusetzen. Das Regierungsviertel in Berlin. Demokratie als Staatsraison. Hier ist sie besonders spürbar, die Vertrauenskrise. Repräsentieren die gewählten Volksvertreter noch die Bevölkerung? Ist die Krise der Demokratie eigentlich eine Krise der Repräsentation? Marco Bülow ist Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Gleichzeitig fürchtet er, Demokratie könnte hier zu einer bloßen Inszenierung verkommen. Wer jetzt noch davon redet, dass alles in Ordnung ist und dass wir keine Krise haben und dass es immer mal so ist und es wird auch wieder besser werden, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Man kann in Europa rumschauen, die Unzufriedenheit gegenüber Regierungen, gegenüber Parteien, gegenüber Politikern wird ja nicht nur in Deutschland, sondern generell größer. Und häufig gibt die Bevölkerung eine Stimme ab. Und dann hat sie aber auch jahrelang nichts mehr zu sagen. Sie wird nicht beteiligt an Entscheidungen. Es ist eigentlich egal, was die Mehrheit in bestimmten Situationen denkt. Marco Bülow war früher Mitglied der SPD. Heute ist er parteilos. Bülow schwimmt gegen den Strom. Er will Einblicke geben in das Berliner Politikgeschäft. Wie funktioniert das Spiel der Macht? Und sind die Politiker überhaupt noch Herr im eigenen Haus? Vor allen Dingen würde ich sagen, dass der Bundestag als die politische Mitte, also als der politische Ort, wo Politik gestaltet wird, völlig überbewertet ist. Es gibt ein paar mächtige Großkonzerne, die auch noch in Verbünden sozusagen agieren, die teilweise hier Dependancen haben mit 20, 30, 40 Lobbyisten, die sich nur darum kümmern, uns zu beeinflussen. Und dann gibt es kleine Initiativen, Verbände, Vereine, die kommen ja gar nicht zu uns hin. Bülow trifft sich mit den Gruppen, die sonst nicht gehört werden. Heute ist er mit einer Vertreterin von Lobby Control verabredet, um zu diskutieren, wie Demokratie in Deutschland wieder transparenter werden kann. Lobby Control veranstaltet auch Stadtspaziergänge, um über die Beeinflussungsversuche der Politik aufzuklären. Wir sind mitten im Regierungsviertel. Hier sind viele der politischen Institutionen. Viele politische Entscheidungen werden irgendwo hier gefällt. Und genau hier befinden sich auch eben viele Büros von Lobbyisten. Dass all diese Büros, die wir gleich dann besuchen werden, so nah beieinander sind, ist irgendwie kein Zufall. Also, dass diese Strecken so kurz sind,
hängt damit zusammen, dass ein ganz wesentliches Instrument beim Lobbyismus so die Kontaktpflege ist. Verbände und Unternehmen sind natürlich berechtigt, ihren Einfluss in der Politik geltend zu machen. Nur haben nicht alle dieselben Möglichkeiten dazu. Der Deutsche Brauerbund ist bereits seit 1871 im Geschäft, also wirklich schon länger dabei. Die vertreten und koordinieren eben die Interessen der Brauereiwirtschaft in Deutschland. Wir haben ja schon gerade davon gesprochen, wie wichtig so gute, vertrauensvolle Kontakte sind für erfolgreiche Lobbyarbeit. Und damit nehmen es auch die deutschen Brauer durchaus genau, und zwar so ein bisschen nach dem Motto, dass man sich gute Freunde am besten schaffen sollte, bevor man sie irgendwann braucht. Lobbyisten beeinflussen Politiker in ihrem Sinn. Manchmal werden Gesetze buchstäblich von den Interessenvertretern selbst geschrieben. Wie im Falle eines Gesetzes zum Benzinverbrauch von Neuwagen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie diktierte es dem Ministerium regelrecht. Interessant ist, wenn man sich anschaut, wie kam es zu dieser Regelung? Weil die ist nicht etwa irgendwie im Ministerium formuliert worden, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, sondern diese Regelung ist hier in der Parallelstraße beim VDA formuliert worden. Ist dann, mittlerweile wissen wir das, weil der Schriftverkehr nach einer Klage offengelegt wurde. Dieser Vorschlag vom VDA eben an die Ministerien herangesendet worden und dann ohne eine einzige Änderung übernommen worden. Und dann gibt es in diesem Schriftverkehr auch eine Formulierung: Ja, wir sind uns mittlerweile mit dem Wirtschaftsministerium einig geworden. Könnt ihr noch ein bisschen Druck beim Umweltministerium ausüben? Also selbst die Kommunikation zwischen den Ministerien wurde hier vom Verband der Automobilindustrie letzten Endes moderiert, gemanagt. Also selbst da haben sie irgendwie darauf Einfluss genommen. Im Deutschen Bundestag bilden Politik und Wirtschaft eine Allianz. Regieren die Politiker aus einem Elfenbeinturm? Marco Bülow kritisiert, dass sich Politiker zu einer eigenen Klasse entwickeln. In Frankreich kommen sie alle von derselben Elite-Universität. Im amerikanischen Senat sitzen 30% Juristen. Und auch im Deutschen Bundestag ist nicht die ganze Bevölkerung repräsentiert. Der Bundestag ist im Durchschnitt vertreten durch Akademiker, die schon ein bisschen älter sind und hauptsächlich männlich und weiß sind. Das ist absolut nicht vergleichbar mit dem Querschnitt in der Bevölkerung. Und dann wäre es halt schön, wenn da die Kassiererin, der Busfahrer, auch der Manager, der Akademiker, also eine gute Mischung da ist. Ich habe kein Problem mit einem Abgeordneten, der über 70 ist. Aber ich hätte auch gerne ein paar, die vielleicht noch keine 30 sind. Und diesen Durchschnitt repräsentieren wir nicht. Haben wir noch nie gemacht, und leider ist das Parlament wieder mit den beiden neuen Fraktionen, FDP und AfD, noch mal deutlich männlicher geworden. Es sind vor allem die rechtspopulistischen Kräfte in Europa, die aus der Krise der Repräsentation politisches Kapital schlagen. Die selbsternannte Alternative für Deutschland ist eine Reaktion auf eine Politik der Alternativlosigkeit, wie sie die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im Jahr 2011 erklärte. Was bedeutet der Einzug gewählter Vertreter einer extremen Rechten in die Parlamente für die Demokratie? Träger der demokratischen Herrschaft waren lange die sogenannten Volksparteien. Heute versuchen Rechtspopulisten, Sozialdemokraten wie Christdemokraten als Altparteien zu diffamieren. Kommen Sie raus aus Ihren Glashäusern. Und hören Sie auf, mit Steinen zu werfen, die Sie nachher selber treffen. 1933 machten Nationalsozialisten den Parlamentarismus in Deutschland lächerlich. Wie übernahmen sie die Macht? Warum war die Demokratie von Weimar so zerbrechlich? In Deutschland und Europa gab es zu der Zeit eine weit verbreitete Kritik, dass die Parlamente ineffizient wären. Sie galten als Quasselbuden, in denen sich Politiker versammelten und sich nicht wirklich entscheidungsfreudig verhielten. Und für diese Kritik gab es Gründe. Für eine Demokratie dieses neuen Typs, die insbesondere durch die Weimarer Verfassung stark zersplittert war, wurde es wirklich schwierig, Dinge zu Ende zu bringen. Weil also die Parteien und das Parlament nicht abliefern konnten, insbesondere nicht für die Bürger im Angesicht einer Wirtschaftskrise, wurde das Parlament selbst ein leichtes Ziel für diejenigen, die die Demokratie untergraben wollten. 1919 bekommt das Deutsche Reich eine parlamentarische Regierung. Die Verfassung der Weimarer Republik ist bahnbrechend, hat aber auch Konstruktionsfehler. Ohne 5%-Klausel zersplittert die Parteienlandschaft.
Daniel Ziblatt von der Universität Harvard beschäftigt die Frage, wie sterben Demokratien? In den 1930er Jahren in Europa und heute in der ganzen Welt? Die Demokratie stirbt heute vorwiegend durch Wahlen. Generäle, Präsidenten oder Premierminister nutzen die Institution der Demokratie, um an die Macht zu kommen. Dann greifen sie die demokratischen Institutionen an. Das ist ein Paradoxon, das sehr schwer zu bekämpfen ist. Denn wenn politische Akteure nach den demokratischen Regeln spielen, dann müssen wir sie grundsätzlich tolerieren. 1923 versucht Adolf Hitler noch, sich an die Macht zu putschen. Dann ändert er seine Strategie. Er lässt sich wählen. Hitler war ein radikaler politischer Außenseiter, dem die damals Regierenden in der Weltwirtschaftskrise sehenden Auges die Schlüssel der Macht übergeben. März 1933. Hitler ist seit gut einem Monat Kanzler, ist Reichstagswahl. Der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg hatte Hitler auf dem kurzen Weg über den Artikel 48 der Weimarer Verfassung zum Kanzler ernannt. Und der hatte auf rasche Neuwahlen gedrungen, weil er Aufwind für seine Partei verspürte. Hindenburg hier an der Wahlurne war längst politisch so hilflos, wie er nun leibhaftig dasteht. Ein müder alter Herr und seiner Schritte und Bewegungen kaum noch mächtig. Ganz im Dunkeln über seine wahre Ohnmacht aber war Franz von Papen, Vizekanzler im ersten Kabinett Hitler. Und sein Kommentar zur Wahl, die den Nazis fast 44% der Stimmen bringt, ist von makabrer Doppeldeutigkeit. Diese Wahl wird für Deutschland und auch für die Welt von entscheidender Bedeutung sein. Hitler kam hauptsächlich durch die Zusammenarbeit mit etablierten politischen Parteien an die Macht. Tatsächlich kam er demokratisch an die Macht, indem er Wahlen gewann. Dann wurde er von konservativen Politikern zum Kanzler ernannt. Sie dachten, sie könnten ihn in Schach halten. Es gibt sicherlich einige Lehren aus dieser Geschichte zu ziehen, über die Verantwortung etablierter Politiker und wie sie sich verhalten sollten, wenn sie sich solchen Außenseitern gegenübersehen. Es wird aus der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen. Diese jüdische Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir hören den Herren vom Karl Liebknecht aus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Was für mich liberale Demokratie bedeutet? Volkssouveränität, Machtverteilung, die hundertprozentige Sicherstellung der Menschenrechte und der Freiheit. Das ist die liberale Demokratie. Das nenne ich die moderne Tyrannei, dass alles passiert, was Orbán will und nichts passieren kann, was er nicht will. Die ungarische Philosophin Agnes Heller ist Überlebende des Holocaust. Die heute 88-Jährige gehört zu den prominentesten Kritikerinnen des ungarischen Ministerpräsidenten. Orbán ist kein Populist, das ist eine schlechte Beschreibung. Es ist ethnonationalist, ethnisches Nationalismus. Das ist ganz was anderes als Populist. Chávez war ein Populist gewesen, ja? Er hatte das Volk unterstützt. Er war ein Diktator, der das Volk unterstützte. Aber diese unterstützen sicher nicht das Volk. Sie unterstützen die Reichen und machen die Reichen immer reicher und reicher. Und die Armen immer armer. Alles ist auf die Demagogie des ethnischen Nationalismus. Wir sind die Ungarn. Und wir, ich repräsentiere der Ungarn. Die andere Opposition, es ist nicht Ungarn. Sie sind die Feinde von Ungarn. Wie sterben Demokratien? Zu den Warnzeichen gehört die Unterdrückung der politischen Opposition. Die junge Momentum-Partei forderte bei Großdemonstrationen in Budapest die Regierung Viktor Orbáns heraus. Gegen die Propaganda von Orbáns Fidesz-Partei setzten die Oppositionellen ihre eigenen Bilder. Seid laut und wütend. Anna Donat von Momentum wird bei der Demonstration verhaftet. Und doch fürchtet sie sich nicht, ihr eigenes Ungarnbild zu entwerfen. Musik
Demokratie bedeutet für mich Freiheit, die Freiheit, eine Wahl zu haben, die Freiheit, mich selbst zu entscheiden. Demokratie bedeutet für mich, dass ich in einem Staat lebe, der mir die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, inwieweit ich mich in öffentliche Fragen einmischen will. Mit Momentum formiert sich seit 2017 Ungarns Opposition. Gegen die Korruption der ungarischen Oligarchie, für einen Regimewechsel. Aber Momentum ist bloß eine außerparlamentarische Opposition. Unterstützung sucht sie auf der Straße. Katalin Cseh tritt auch für die Wahl zum Europaparlament an. Es ist sehr, sehr schwer als politische Opposition in Budapest oder in Ungarn generell. Und deswegen glauben wir, dass wir unsere Perspektive auf Politik ändern müssen. Wir müssen eng mit den Bürgern zusammenarbeiten, direkt mit ihnen in Kontakt treten. Nur so können wir die Staatspropaganda bekämpfen, wenn wir mit den Leuten Klartext sprechen. Naja, wenn Orbán schon angefangen hat, diese Reform und das Ganze aufzubauen, dann sollten wir nicht auf andere zeigen. Das war's. Kontinuität. Naja, das Süppchen, das er gekocht hat, das müssen wir nun auslöffeln. Er aber auch. Und sind Sie zufrieden mit ihm? Bisher hatten wir kein Problem. Um es auf den Punkt zu bringen, das ist nur ein bisschen fragwürdig, dass er einen Kreis um sich herum aufgebaut hat. Siehe Mészáros und die anderen. Wird das hier auch im ungarischen Fernsehen gezeigt? Nein? Okay. Er ist von sehr vielen Strohmännern umgeben. Ich muss das sagen. Erst habe ich das Positive gesagt und jetzt sage ich das Negative, dass sehr viele Strohmänner um ihn herum sind, die ihn und seine Macht beschützen. Ganz offensichtlich steht jede Art der Opposition Orbán im Weg. Aber er versucht auch, den Eindruck einer funktionierenden Demokratie in Ungarn aufrechtzuerhalten. Dafür braucht er politische Parteien wie uns. Ich hätte wesentlich mehr Angst um meine persönliche Sicherheit, würde ich für eine NGO arbeiten. Oder wäre ich einfach nur eine normale Person auf der Straße, die von einem Kamerateam nach der persönlichen Meinung gefragt wird. Die Bankenkrise 2008 erschüttert Ungarn. Das Sicherheitsbedürfnis seiner Bürger bringt Orbán an die Macht. Seither arbeitet er systematisch daran, die demokratischen Institutionen von innen auszuhöhlen. Die Geschichte ist mächtig, und weil sie mächtig ist, gibt sie wenigen. Aber wem sie gibt, dem gibt sie im Überfluss. In Ungarn ändert Viktor Orbán die Spielregeln des Wahlsystems so, dass es seiner Partei einfacher gemacht wird, wiedergewählt zu werden. Bewusst schwammig gehaltene institutionelle Reformen, wie zur Korruptionsbekämpfung oder für ein Wahlsystem mit verbesserter Repräsentation, das klingt gut, schafft aber in Wahrheit eine Schieflage, welche es immer unwahrscheinlicher macht, die amtierende Regierung abzuwählen. Wenn diese Leute einmal an der Macht sind, scheinen sie alle demselben autoritären Drehbuch zu folgen. Jedenfalls lassen sich sehr ähnliche Strategien erkennen. Die verschiedenen Menschen haben verschiedene Freiheiten verloren. Die Journalisten haben die Pressefreiheit verloren. Es gibt überhaupt keine Pressefreiheit in Ungarn. Die Professoren haben die Freiheit der Schulen und der Universitäten, Freiheit des Unterrichts verloren. Jetzt kommen auch die Arbeiter, die auch jetzt realisieren, was sie verloren haben. Das Regime in Ungarn versucht, Demokratie ohne Liberalismus zu denken. Zoltán Kovács ist der Sprecher der Orbán-Regierung und Sprachrohr ihrer sogenannten illiberalen Demokratie. Demokratie ist Demokratie. Demokratie hat so viele Gesichter, wie wir politische Gemeinschaften auf der Welt haben. Die Demokratie der Vereinigten Staaten lässt sich nicht mit der britischen, die britische nicht mit der deutschen vergleichen, die deutsche nicht mit der portugiesischen. Ungarn lässt sich nicht mit Italien oder Polen vergleichen, falls man über regionale Gemeinsamkeiten sprechen möchte. Demokratie ist Demokratie, solange eine fundamentale Regel gewahrt bleibt. Und das sind die Wahlen. Der Volkswille gibt sein Mandat an die Politiker ab.
is giving the mandate to politicians. Demokratie ist ja nur, also nie nur etwas Formelles, nach dem Motto, alle dürfen wählen, da haben wir eine Mehrheit, die Mehrheit will das, sondern eine, das ist ja nur eine sehr formale Sichtweise der Demokratie. Demokratie ist ja immer auch gebunden an Minderheitenschutz. Ist eine sogenannte illiberale Demokratie noch demokratisch? Wie manifestiert sie sich im Alltag? In der Freiheit der Forschung, dem kritischen Denken? Regimekritiker werden entlassen, die Verträge mit der regierungskritischen Privatuniversität Central European University nicht verlängert. Die CEU-Professoren werden als Offiziere einer Okkupationsarmee diffamiert. Die Regierung hat bereits vergleichbare Abkommen mit anderen Ländern für andere Universitäten unterschrieben, weigerte sich aber, dies auch für die CEU zu tun. Das zeigt eindeutig, dass dies als Angriff auf die CEU zu werten ist. Die Absicht besteht darin, die CEU aus dem Land zu zwingen. Besonders die Gender Studies, ein Studienfach, das sich kritisch mit Geschlechterrollen auseinandersetzt, ist der Orbán-Regierung ein Dorn im Auge. An allen staatlichen Universitäten wurde das Fach bereits abgeschafft. Was wir erleben, ist das Wiedererstarken der Politik von rechts außen, die jetzt Dinge wie Gender Studies oder politische Korrektheit angreift. Und das ist sehr beunruhigend, dass gerade hier mitten in Europa, denn Ungarn ist noch immer ein Land in der EU, so etwas möglich ist. Meine Damen und Herren, Studierende und Professorinnen, heute ist ein schwarzer Tag in der Geschichte Ungarns. Die ungarische Regierung hat ihre Geschlechterpolitik ausführlich beschrieben. Und diese Geschlechterpolitik basiert auf einer sehr spezifischen Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Diese Rolle hat vor allem damit zu tun, dass Frauen Kinder gebären und sehr wenig mit etwas anderem. Die Regierung Orbán versucht, normative Vorstellungen von Geschlechteridentitäten im Alltag Ungarns durchzusetzen. Als Christdemokraten stehen wir für eine gesunde Beziehung zwischen Mann und Frau mit Kindern, da wir glauben, dass der Sozialisierungsprozess, die Erziehung einer selbstbewussten, starken Gesellschaft davon abhängt. Zur Europawahl profiliert sich das Regime Orbán mit Hetzplakaten gegen den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker. Zusammen mit dem amerikanischen Unternehmer und Philanthropen George Soros, der die Central European University gegründet hat. Der Feind ist immer mit Bildern gezeigt. Es ist personalisiert. Ja, Soros ist dazu gut. Er ist ein ungarischer Abstammung Amerikaner. Er hat viel Geld, ein Kapitalist, amerikanisch, und ein Jude. Ja, das ist immer, das ist ein Jude, das ist eine wichtige Sache, dass er auch ein Jude ist. Ich denke, George Soros hatte eine herausragende Rolle bei der Öffnung der osteuropäischen Staaten und Länder der ehemaligen Sowjetunion. Seine Dämonisierung von rechts ist nicht nur ungerechtfertigt, offensichtlich basiert sie auch auf Antisemitismus. Es ist einfach, ihn als einen bösen Strippenzieher im Hintergrund zu karikieren, der die öffentliche Meinung untergräbt. Aber das sind die gleichen Muster, die wir von den Nazis aus den 30er Jahren kennen. Berlin, Potsdamer Platz. Hierher ist jüngst die von George Soros gegründete Open Society Stiftung umgezogen. Die Stiftung widmet sich weltweit der Förderung einer offenen, liberalen Gesellschaft. Als Viktor Orbán begann, die ungarische Gesellschaft abzuschotten, konnte die Open Society nicht länger in Budapest bleiben. Im Herbst 2018 flüchteten 80 Mitarbeiter mit ihren Familien nach Berlin. Unter ihnen Csaba Csontos. Unsere Kollegen fühlten sich nicht mehr wohl in der Situation. Unser Gründer und damit unsere ganze Organisation waren zu Staatsfeinden erklärt worden. Im Denken vieler Ungarn als Folge der Hetzkampagne. Und es blieb nicht nur bei diesem Unbehagen. Sie sprachen in der Öffentlichkeit immer seltener über ihre Arbeit. Sie haben es einfach nicht mehr gewagt.
Selbst in Berlin haben die meisten Mitarbeiter der Soros-Stiftung Angst, ihr Gesicht zu zeigen. Der lange Arm Orbáns reicht bis hierher. Hier geht es um die Gefühle, wie du dich selbst empfindest. Es ist sehr deprimierend. Ich fühle mich wie in einer Dystopie. Als Sprecher war ich exponiert als der Soros-Mann. Ein hartes Wort. Im Grunde ist es wie ein Stigma. Ich war in Ungarn mit diesem Stigma belegt. Und ich möchte dieses Stigma in der Zukunft nicht an meinen Sohn weitergeben. Der Generation meiner Eltern wurde versprochen, dass im Übergang zur Demokratie alles reibungslos und einfach laufen würde. Man würde leben wie die Österreicher. Der Lebensstandard werde höher, man verdient mehr Geld, hat mehr Freiheit. Was dann passiert ist, ist, dass die Führer unseres Landes es nicht geschafft haben, diese Vorteile zum Wohle der Menschen zu nutzen. Daher haben die Menschen den Glauben an die Demokratie und die Regierenden verloren. Jetzt nehmen sie gerne die Versprechungen von Viktor Orbán an. Im Grunde ist es nur ein Versprechen: Sicherheit. Soziale Ängste und Furcht vor nationalem Identitätsverlust dienen der rechtspopulistischen Propaganda als Verstärker. Sind Angst und ein starkes Sicherheitsbedürfnis, die immer wieder befeuert werden, Symptome einer sterbenden Demokratie? Was sind die Werte? Die Werte sind nämlich Liberté, Égalité, Fraternité als Erbe der französischen, also europäischen Revolution. Jedenfalls der Wert ist nicht Sécurité. Ja? Sécurité ist nämlich kein Wert. Man kann auch im Gefängnis, Sécurité ist nice to have. Jeder möchte Sicherheit. Ja? Aber ich möchte betonen, dass Sicherheit nie ein absoluter Wert ist, weil man kann auch im Gefängnis sehr sicher sein. Demokratien führen weniger Kriege untereinander. Dafür wird Demokratien von innen der Krieg erklärt. Die Demokratie ist ein weiches Ziel. Terrorismus erschüttert sie in ihren Grundfesten. Heute ringt die Sehnsucht nach Sicherheit mit dem Freiheitsversprechen der Demokratie. England, das Mutterland der parlamentarischen Demokratie. Ein Land, das heute zerrissen ist zwischen Menschen, die sich abschotten wollen, die zutiefst skeptisch sind gegenüber der Brüsseler Bürokratie. Auf der anderen Seite des Grabens Europafreunde, die um die offene Gesellschaft Großbritanniens fürchten. In welchem Zustand ist die englische Demokratie nach dem Brexit-Referendum? Ist eine Volksbefragung nicht ein urdemokratischer Akt? Wann funktioniert partizipative Demokratie? Sie funktioniert immer dann, wenn die Bürger informiert sind, wissen, worum es geht, partizipieren in der Entscheidungsfindung. Stichwort Brexit haben wir genau das nicht gehabt. Die Bürger waren nicht informiert, sie wurden de facto falsch informiert. Sie hatten keine Koppelung ihrer Partizipation an Folgenabschätzung. Ja, heute wachen die Briten auf und sagen, Moment, was habt ihr uns alles nicht erzählt? Die Folgenabschätzungskompetenz hat überhaupt nicht funktioniert. Und vor allen Dingen, sie hatten keine Koppelung an Verantwortung. Referenden sind ein sehr komplexes Phänomen und sie können sehr widersprüchlich sein. Ich denke, nach dem Brexit-Referendum sind sich die Menschen dessen viel bewusster. Aber im Grundsatz sind Referenden eine gute Sache für die Demokratie. Und zwar, weil im Falle schicksalhafter Entscheidungen, die die Weichen für die gesamte politische Gemeinschaft stellen, es nur fair ist, die Bürger direkt zu fragen, was sie denken. Paolo Gerbaudo ist Professor am King's College in London. Dort erforscht er aktuelle Entwicklungen in der demokratischen Kultur. Gerbaudo fordert, echte Demokraten müssten dem Volk vertrauen. Natürlich kann es falsche Entscheidungen treffen. Aber für Gerbaudo ist das immer noch besser als das Interessenspiel der Herrschenden. Wir sehen das sehr gut in der Europäischen Union. Es gibt ein Demokratiedefizit in diesem riesigen Apparat in Brüssel und in anderen Zentralen der Europäischen Union, weil der weit außerhalb der Sicht der Bürger liegt.
Wie legitim sind Figuren wie Juncker? Der ist für viele Menschen ein nicht gewählter Vertreter. For many people he's an unelected commissioner, right? Gebaudo ist Italiener. Als EU-Ausländer betrifft ihn die Frage nach dem Brexit ganz unmittelbar. Gebaudo sieht die Stadt mit den Augen eines Soziologen. Was denken Sie über den Brexit? Naja, das ist eine schwierige Frage. 50% der Leute wollen den Brexit. Und 50% der Leute wollen ihn nicht. Was wird also passieren? Das geht schon so lange und meine persönliche Meinung ist, es passiert nicht. Die englische Demokratiegeschichte sieht Gebaudo als langen Kampf um Gleichberechtigung. Der ehrwürdige englische Parlamentarismus ist selbst Produkt dieses Kampfes. Demokratie hat in Großbritannien eine sehr lange Geschichte. Eine Geschichte, die durch Volksrevolutionen und soziale Kämpfe der Bevölkerung geprägt ist. Die Dinge haben sich ja nicht aufgrund des Wohlwollens, des guten Willens, des Königs oder der Macht geändert. Sie mussten es ändern, um das Volksbegehren zu befriedigen, um ihren Hals zu retten. Wenn sie nicht auf die Forderungen der Bevölkerung reagiert hätten, wären sie getötet worden. Wir haben also eine sehr lange Geschichte sozialer Kämpfe, die genau zu den Institutionen geführt haben, die heute da sind. Mitglieder der Labour Party bringen Bedienungsanleitungen in Umlauf, wie man eine Wahl für ungültig erklärt. Die Abgeordneten wirken wie rivalisierende Gruppen in einem Pub, die sich nicht mit Waffen, sondern mit Worten bekämpfen. Frau Sprecherin, Sie müssen sich der Tatsache stellen, es könnte eine Kernschmelze geben. Das ist ja eigentlich die größte Tragödie, ja? Das Land, was uns die Demokratie geschenkt hat, das Land, was die Magna Carta erfunden hat, das Land, was den Parlamentarismus erfunden hat, das Land des repräsentativen Liberalismus, das Land von John Locke und von Thomas Hobbes, ist jetzt das Land, was in dieser Brexit-Falle getapert ist, nämlich in diese Falle der direkten Demokratie, in diese Falle von The People Has Spoken, anders formuliert. Ein Parlament kann man abwählen, wenn es eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann man ein neues Parlament wählen, das Parlament macht die Entscheidung rückgängig, neue Entscheidungen. Aber ein Volk kann man nicht abwählen. Und das ist im Prinzip das Gefängnis, in dem die Briten heute hängen. Das Volk kann sich sozusagen nicht selber abwählen. Paolo Gebaudo ist unterwegs ins Londoner Newspeak House. Hier trifft sich eine Hacker-Community. Ein loser Zusammenschluss junger Polittechnologinnen und Polittechnologen. Sie denken darüber nach, welche Gefahren die Digitalisierung für die Demokratie birgt und welche Chancen. Kürzlich haben sie in Birmingham versucht, Politik radikal neu zu denken. Zunächst wollen wir alle politischen Parteien in der lokalen Regierung abschaffen. Wir dachten, das würde die Dinge sehr verbessern. Zweitens wollen wir ein digitales Element einführen. Wir experimentierten mit dieser neuen Form der Demokratie, die als flüssige Demokratie bezeichnet wird. Es ist eine Art Hybrid aus repräsentativer und direkter Demokratie. Und es funktioniert so, dass Sie zu jeder einzelnen Frage eine fortlaufende Reihe von Befragungen durchführen. Sie stimmen ab und können bei dem Vorschlag mit Nein oder Ja stimmen. Oder Sie können mir zu einer spezifischen Frage Ihre Stimme geben. Wenn es also um Bildung geht und Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie informiert genug sind, um diese Entscheidung zu treffen, dann kennen Sie diesen Typ und er weiß viel mehr über Bildung als Sie. Dann geben Sie ihm Ihre Stimme und er hat 2 Stimmen. Eine Person könnte so 5 Stimmen, 100 Stimmen, 1000 Stimmen bekommen. Früher war Politik ein analoges Geschäft. Der Tür-zu-Tür-Wahlkampf ist immer noch wichtig. Aber immer mehr wird das Internet zur Wahlkampfarena. Dieses Spiel heißt Corbyn Run. Die Idee ist, sie kämpfen um eine liberalere Existenz. Sie laufen herum, um dafür Leute einzufangen. Ihre Gegner lassen alle möglichen Dinge fallen, um sie zu behindern. Aber wenn sie ihre Gegner besiegen, wechseln die Seiten. Dann kümmern sie sich gemeinsam um die, die unsere Freiheit gefährden. Die politischen Campaigner von Newspeak House betrachten Demokratie als ein politisches Strategiespiel. James Moulding erklärt die Spieltheorie von Corbyn Run. Wir haben uns mit den politischen Zielen der Labour Party befasst.
Wir sprachen mit ihrer Zentrale und fragten nach den 5 zentralen Themen, die sie für junge Menschen für wichtig halten. Das waren Wohnen, Mindestlohn und so weiter. Und das haben wir zu den Spielleveln gemacht. Im Grunde ist es Propaganda. Die meisten politischen Spiele sind Propaganda. Der politischen Beraterfirma Cambridge Analytica ist es durch den Zugang zu Millionen Nutzerkonten im Internet gelungen, viele Engländer in den Brexit zu treiben. Heute spricht man über russische Trollarmeen, die versuchen, die Europawahl zu diskreditieren. Kann man Politik hacken? Die Führung der Europawahlen versucht ja gerade herauszufinden, wie sie das Problem der Fake News angehen könnte. Unsere Analyse ergab, gefälschte Nachrichten sind nicht unser größtes Problem. Unser größtes Problem sind weit verbreitete Desinformationskampagnen und Erzählungen, die teilweise wahr sind, jedoch insgesamt täuschen. Die werden von russischen Trollen generiert, genauso wie von unseren eigenen politischen Parteien. Edward Bernays, der Vater der modernen Propagandaforschung, war der Ansicht, man muss Propaganda machen für die Demokratie. Wenn man Propaganda für den Krieg verwenden kann, kann man sie doch mit Sicherheit auch für den Frieden nutzen. Aber das Wort Propaganda ist in Verruf geraten, weil die Deutschen es benutzten. Also habe ich versucht, ein anderes Wort zu finden. Das war dann die Public Relation. Neun Meilen vom Herzen Manhattans entfernt, verteilt über 120 Hektar dampfender Stadtkuppeln, gibt es ein riesiges und großartiges Schauspiel. Bernays war ein Neffe Sigmund Freuds. Die tiefen psychologischen Erkenntnisse seines berühmten Onkels wendet er auf die Beeinflussung der massendemokratischen Gesellschaft an. Für die New Yorker Weltausstellung entwickelt Bernays 1939 die utopische Vision der USA, in denen liberale Demokratie und freie Wirtschaft vollkommen verschmelzen. In der Democracy City können die Besucher das Glücksversprechen einer schönen, neuen, demokratisch-kapitalistischen Welt hautnah erleben. Wenn wir zum Ursprung des Begriffs zurückkehren, etwas zu propagieren, letztlich dreht sich alle Politik und selbst progressive demokratische Politik darum. Sie müssen Menschen überzeugen, was nicht heißt, dass sie die Leute anlügen müssen. Sie können Menschen mit rationalen Argumenten überzeugen. Sie müssen aber auch Emotionen einsetzen. Daran ist an sich nichts falsch. Wir fürchten uns vor Emotionen in der Politik, weil wir zuerst an Emotionen denken wie Hass, Angst, Neid. Diese bösartigen Emotionen, die wir auf der rechten Seite sehen. Sie können aber auch Mitgefühl, Fürsorge, Vertrauen, Liebe, Hoffnung und Enthusiasmus mobilisieren, wie es die Linke tut. Das ist essentiell, wenn sie das Vertrauen der Menschen gewinnen wollen. Die Demokratie trägt immer schon ihren eigenen Schatten in sich, die Demagogie. Sie alle sind sehr wichtig, denn mit Ihnen und allen Menschen in diesem Raum werden wir in den nächsten 8 Jahren einige großartige Dinge tun. Steve Bannon gehört heute zu den wichtigsten Propagandisten gegen die liberale Demokratie. Nach Trumps Wahl zog er als dessen politischer Berater ins Weiße Haus ein. Man hat Bannon darum oft als heimlichen Strippenzieher hinter der Trump-Administration beschrieben. Seit seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus geistert Bannon durch Europa, will nun auch hier die Wähler nach rechts dirigieren. Wir werden technischen Support leisten. Wenn Parteien in Frankreich oder in Deutschland oder in Österreich oder der Tschechischen Republik oder in Italien es wünschen, können wir ihnen dabei helfen, die Wahlen zum Europaparlament zu gewinnen. Wir können Umfragen und Datenanalysen anbieten, wir können Kampfzonen errichten und Antworten geben. All die verrückten und mutigen Dinge, die Menschen brauchen, um Wahlen zu gewinnen. Demokratieverächter gegen Demokratieverfechter. Ist das der Kulturkampf, der heute in Europa tobt? Steve Bannon ist eine Art böses Genie.
Er vertritt diese Vision eines Nationalismus, der aufbaut auf einem rassistischen Verständnis von der Nation. Er hasst liberale Institutionen. Und ich denke, er tut alles, um eine Art populistische Internationale zu schaffen, in der alle diese Gruppen zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass ihm das nicht gelingt. Denn damit würde die liberale Demokratie tatsächlich auf den Kopf gestellt. Hundert Kilometer südöstlich von Rom in der Provinz Frosinone liegt die mittelalterliche Kartause von Trisulti. Trisulti war ein Kloster und soll heute Schauplatz von Bannons neuestem propagandistischen Coup werden. Der Brite Benjamin Harnwell ist besessen von der Idee, hier im Geiste Bannons eine Universität zu gründen. Das Motto lautet Gladiatorenschule für Kulturkrieger und das stammt von Steve Bannon. Er sagte es mir in einem vertraulichen Gespräch. Das ist seine Vision dessen, was wir tun werden. Das hier ist wirklich nach seinen Vorstellungen geschaffen, basierend auf seinem persönlichen Charisma. Es wird seine Einsichten und seinen Beitrag zur Weltpolitik institutionalisieren. Dies ist seit über 1000 Jahren ein Ort der klösterlichen Hingabe. Ich gehe. Bitte folgen Sie. Achten Sie auf die Stufen. Harnwell ist der Leiter der erzkatholischen Stiftung Dignitatis Humanae Institute. Es gibt zwei dieser großen Räume hier, die wir möglicherweise als Klassenzimmer für die Akademie nutzen könnten. Die Stiftung hat das Kloster für 100.000 Euro pro Jahr von der italienischen Regierung gepachtet. Erst später wurde öffentlich, dass es umfunktioniert werden soll zu einem Trainingslager der extremen Rechten. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Eindruck von den Räumlichkeiten, um Ihnen zu zeigen, was hier möglich ist und Ihnen eine bessere Vorstellung von der Akademie zu geben. Jahrhundertelang haben Mönche in Trisulti gegen die Versuchungen des Bösen gekämpft. Die neuen Bewohner wollen das Kloster zu einem propagandistischen Bollwerk machen, gegen den vermeintlichen Untergang des Abendlandes. Es ist keine Akademie im herkömmlichen Sinne. Es geht nicht um Lernen um des Lernens willen, was auch gut ist. Aber es ist nicht das, was wir tun. Wir sind hier, um einen aktiven, praktischen Beitrag für die Menschen zu leisten, sie zu trainieren und konzeptionell zu bewaffnen für den Kampf um den jüdisch-christlichen Westen. Die neuen Herren von Trisulti verlangen Eintritt. Seither kommen immer weniger Pilger hierher. Harnwell sieht eine glänzende Zukunft für das alte Kloster voraus. Doch noch hat man nicht einmal mit der Renovierung begonnen. Wie realistisch ist das hier? Wird das wirklich stattfinden? Fühlt sich für mich real an. Es regt sich Widerstand gegen das Projekt einer Gladiatorenschule. Daniela Bianchi hat einen Protestmarsch nach Trisulti organisiert. Tatsächlich standen wir am 29. Dezember plötzlich vor der Kartause. Wir hatten ja diesen Marsch mit etwa 350 Personen organisiert. Wir haben also an die Tür geklopft und ich sagte, Guten Morgen, Benjamin. Dürfen wir reinkommen? So haben wir uns kennengelernt. Ich wundere mich nur, dass Benjamin immer allein da ist. Er sagt, wenn wir die Schule eröffnen, werden andere kommen. Aber wer sind diese anderen denn? Daniela Bianchi ist Lokalpolitikerin einer Mitte-Links-Partei. Im August 2018 hat sie ein Netzwerk gegründet gegen den Rechtsruck in der italienischen Gesellschaft. Das Netzwerk hat auch die Anti-Bannon-Proteste getragen. Trisulti ist nicht nur ein altes Kloster am Fuße der Ernici-Berge in Colepardo in der Provinz Frosinone. Trisulti ist zu einem Symbol geworden für einen Kampf derer, die ein offenes Europa wollen, gegen die, die Europa abschotten wollen. Die neuen Mieter von Trisulti kämpfen gegen ein vielfältiges Europa. Sie sind überzeugt, Europas liberale Demokratien brennen heute von innen aus. Für Benjamin Harnwell entscheidet sich die Zukunft Europas nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen oben und unten.
Das Paradigma, das für das Verständnis der Politik im 21. Jahrhundert wirklich von entscheidender Bedeutung ist, ist der Kampf zwischen dem einfachen Arbeiter oder dem Mann von der Straße und den globalen Eliten. Das ist wirklich die Dynamik. Es gibt keine Kraft in der europäischen Politik, die undemokratischer ist als die europäischen Eliten, die die Demokratie missbrauchen. Wem also will er Europa bei der Wahl anvertrauen? Ich persönlich hoffe, dass die populistischen Parteien im Mai zu einer absoluten Mehrheit kommen werden. In Rom regieren heute Linke gemeinsam mit rechten Populisten. Hier marschierten im Jahr 1922 tausende Schwarzhemden. Die Faschisten höhlten die italienische Demokratie allmählich aus. In Mussolinis Worten: rupft das Hühnchen langsam, dann merken es die Leute nicht. Wo die Demokratie in die Krise kommt, da wächst die Sehnsucht nach alter Größe und nach dem starken Mann. Interessanterweise handelt es sich um eine sehr ähnliche Geschichte mit dem Aufstieg eines Außenseiters, eines Demagogen in der Gestalt Mussolinis, der ein echter Außenseiter des politischen Systems ist. Jemand, der grundlegende Kritik an der Demokratie äußert. Diese Kritik, dass das Parlament nicht funktioniert, die Regierung den Bürgern nichts bringt, nicht das Interesse des Landes verteidigt. Und die Mainstream-Politiker betrachten diese Art von Figur, wie schon in Deutschland in der Weimarer Zeit, eigentlich als völlig inakzeptablen Außenseiter. Aber wieder einmal ging diese Rechnung nicht auf. Heute sind es Kräfte wie die rechtsradikale Jugendorganisation Casa Pound, die Mussolini in Italien rehabilitieren. Ihr Faschismus für das 21. Jahrhundert ist zum Modell geworden für rechtsradikale Jugendbewegungen in ganz Europa. Steve Bannon zieht unter Europas Rechten weiter seine Kreise. Orban berät er im Europawahlkampf. Immer wieder zeigt er sich öffentlich mit Marine Le Pen vom Rassemblement National. Man muss sie schon im Auge behalten, diese Idee, eine paneuropäische populistische Bewegung aufzubauen. Andererseits sollte man auch nicht überreagieren. Zwischen Nationalisten gibt es naturgemäß Spannungen. Darum ist es schwierig, eine transnationale Koalition zu schmieden. Die Wahlen im Mai 2019 werden offenbaren, wie tragfähig diese Strategie ist. Auch der italienische Innenminister Matteo Salvini und der deutsche AfD-Abgeordnete Jörg Meuthen propagieren nun eine Volksfront quer durch Europa. Sehen Sie hier vier Vertreter europäischer Parteien vor sich, die heute die Initialzündung für die Bildung einer neuen Fraktion im Europäischen Parlament nach den Europawahlen auf den Weg bringen. In Berlin engagiert sich das Democracy Lab um Gründerin Ulrike Gero für eine zeitgemäße demokratische Vision von Europa. Zugleich verteidigt sie den Parlamentarismus, eine Regierung von Eliten. Guckt man auf diejenigen, die auch Elite sind, weil sie viel Geld haben und damit die Geschicke eines Landes steuern? Oder guckt man auf Leute, die versuchen, im Sinne des Allgemeinwohls gesellschaftliche Prozesse zu gestalten, und zwar zum Wohle der Bürger? Das sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Insofern würde ich generell sagen, Eliten sind was sehr Positives. Jedes Land braucht Eliten, ja. Also vom Volk regiert werden, da bin ich bei Aristoteles, ja. Also wenn die Mehrheit der Straße daraus besteht, dass man demnächst wieder, ich sag mal, Kinderschänder an den Laternenpfahl hängt, ja, dann ist es sicherlich auch eine Volksdemokratie im Sinne des Volkszorns, aber das will ja keiner haben. Das European Democracy Lab ist eine Denkfabrik. Ein Labor für älteste und neueste Konzepte von Demokratie. Im November 2018 ruft das Democracy Lab in einer kollektiven Kunstaktion die Europäische Republik aus. Wir wollen aus einem Markt und einer Währung jetzt auch ein politisches und soziales Europa machen. Und deswegen: ein Markt, eine Währung, eine Demokratie, haben wir also Folgendes da hineingeschrieben. Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert.
Die Idee des europäischen Einigungsprojektes wurde verraten. Der Binnenmarkt und der Euro konnten ohne politisches Dach zur leichten Beute einer neoliberalen Agenda werden. Daher muss die Macht in den europäischen Institutionen erobert werden, um den gemeinsamen Markt und die gemeinsame Währung in einer gemeinsamen europäischen Demokratie zu gestalten. Wenn man den Vordenkern vom Democracy Lab glaubt, wird das Europa der Zukunft demokratischer sein oder es wird nicht mehr sein. Während das Democracy Lab in Berlin das Europa der Zukunft imaginiert, lassen die Meißner Kleingärtner den gemeinsamen Arbeitstag ausklingen. Die Wahlmöglichkeiten haben wir ja nicht. Wir können zur Wahl unseren Willen zum Ausdruck bringen. So, oder eben zur Versammlung gehen oder selber Versammlungen gehen. Nur wie jetzt die Schüler zum Beispiel, ich finde das gar nicht so schlecht. Nur, auch wenn sie freitags grenzen. Aber es fallen so viele Stunden aus, da kommt es auf den Freitag auch nicht mehr an. Das finde ich eigentlich nicht. Wenn junge Leute sich dann am Wochenende zu sowas zusammenfinden, warum sollte das keine Wirkung entfalten? In Frankreich diese Gelbwesten, die ist es ja auch am Wochenende. No. Genau, und 89 sind die Leute zur Arbeit gegangen und dann wurde demonstriert. Es wurde weitergearbeitet. Kritik klingt durch an einer Politik, die sich von den Menschen entfernt. Es fehlt an einem offenen und gleichberechtigten Dialog mit denen da oben. Bei Frau Merkel ist das immer so, die sagen dir, wie Demokratie zu sein hat irgendwo. Aber dass Demokratie irgendwo was anderes auch ist, irgendwo, dass du sagst, Mensch, du gibst mal Widerstand irgendwie zu einer Sache hin. Das ist für mich Demokratie. Das ist jetzt nicht irgendwie so, Demokratie ist jetzt und hier und so hat es zu sein. Das ist jetzt Demokratie. Nee, dass das eine Entwicklung ist und dass das, also der Sozialismus in der DDR, das war eine abgeschlossene Sache. So hatte das zu sein und nie anders. Aber für mich ist so Demokratie immer, das wird sukzessive weiterentwickelt. Auch bei den Gelbwesten von Grenoble geht der Tag basisdemokratisch zu Ende. In ihrem Hauptquartier, einer Bretterbude an einem Grenobler Verkehrsknotenpunkt, halten sie ihre Assemblée, ihre Generalversammlung ab. Jeder gibt auf Facebook tolle Tipps und das geht mir auf die Nerven. Facebook, hört auf damit, dort 70 Kilometer lang Gespräche online zu führen. Ja, aber ich war der Meinung. Ja, aber nein, weil du... Redet endlich wieder miteinander. Ich kann nicht mehr. Das Wichtigste heute ist, dass wir uns gut aufstellen und uns nach außen öffnen, um den Leuten zu signalisieren, dass sie mitentscheiden sollen. So machen wir das. Das ist eine Stärke. Es gibt Leute, die sich hier immer versammeln, die Fragebögen erstellt haben. Die fragen, was die Menschen an den Gelbwesten mögen, was ihnen nicht gefällt. So wissen wir, was wir tun sollen. Das basisdemokratische Ringen geht weiter, obwohl an ihrem Hauptsitz bereits zweimal Feuer gelegt wurde. Die repräsentative Demokratie steht von vielen Seiten unter Druck. Bricht eine neue Ära an? Ich glaube, das nächste Europäische Parlament wird zu einem Drittel rechtsextrem sein. Das ist ein Problem. Wir müssen eine demokratische Mehrheit bilden. Eine Mehrheit aus den Volksparteien, die aus den Grünen, den Liberalen, den Sozialdemokraten bestehen muss. Wenn wir in der Lage sind, Probleme zu lösen, dann werden die Rechtsextremen verschwinden. Die extreme Rechte heute ist keine politische Bewegung, sondern ein Symptom. Ein Symptom der Unzufriedenheit. Winston Churchill nannte die Demokratie einmal die schlechteste aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Viele Menschen gehen heute zur Verteidigung der Demokratie auf die Straße. Steht sie also doch am Ende der Geschichte? Meine Prognose ist eher pessimistisch. Weil ich sehe, dass die Lebensbedingungen für Menschen in Europa werden immer schlechter. Und deshalb, ich glaube, viele Leute glauben nicht mehr an die Demokratie. Mit Demokratie verbinde ich das Gefühl, enttäuscht zu sein
und manchmal ohnmächtig. Ich glaube nicht, dass die Demokratie scheitert. Ich halte sie für sehr robust, weil sie die Vielstimmigkeit der Menschen bewahrt. Es wird davon abhängen, ob die Menschen an die Demokratie glauben, um sie gemeinsam zu verteidigen, weil sie in vielen Ländern angegriffen wird. Sie zu verteidigen bedeutet vor allem, Wahlen zu gewinnen. Ich hoffe, sie wird nicht vergehen. Und auf jeden Fall denke ich, dass wir alles tun müssen, was wir können. Alles, was in unserer Macht steht, sie zu bewahren. Demokratie kann auch schiefgehen, weil Menschen manchmal falsche Entscheidungen treffen können. Aber wie Machiavelli, der große italienische Philosoph, gesagt hat, treffen die meisten Menschen trotzdem bessere Entscheidungen als die Aristokratie oder die Monarchie. Meine Prognose für die Zukunft der Demokratie ist, dass wir uns gerade in einem großen Aushandlungsprozess befinden, wo plötzlich mehr Menschen als zuvor am Tisch sitzen und auch mitsprechen möchten. Und wir werden aus diesem Prozess gestärkt hervorgehen, auch wenn wir uns jetzt in einer großen Konfliktlage befinden.